Sie finde bewegend, dass so viele gekommen sind, lässt Stella Assange, die Ehefrau, die Menge vor dem Gerichtsgebäude wissen. Sie kämpft den Kampf schon lange gegen die Abschiebung von Julian Assange und nennt den Fall politisch motiviert. Die USA lassen zu, investigative Journalisten zu kriminalisieren. Das ist ein Angriff auf Journalisten weltweit. Ein Angriff auf die Wahrheit und das Recht der Öffentlichkeit, sie zu erfahren. Vor Gericht erscheint Assange nicht, sitzt im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. 6 Quadratmeter Zelle, 22 Stunden am Tag. Und das seit 2019. Da holen sie ihn in London aus der Botschaft von Ecuador nach 7 Jahren politischem Asyl. Denn die USA wollen ihn vor Gericht stellen, wegen der Veröffentlichung geheimer Informationen, auch noch aus der Botschaft, dort jahrelang ausgespäht vom CIA. Der Gründer von WikiLeaks hatte 2010 hunderttausende Dokumente und Videos mutmaßlicher US-Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan veröffentlicht. Damals eine Sensation, weltweit staatliche Geheimnisse im Netz transparent zu machen. Heute ist ein großer Tag, weil es um Pressefreiheit für alle geht und Julian Assange zahlt dafür einen hohen Preis. Wir sehen den Westen als demokratisch an, aber wenn Assange ausgeliefert wird, dann haben wir keine Meinungs- und Pressefreiheit. Die britische Justiz und die britische Regierung hatten sich im Prinzip schon einmal bereit erklärt, Assange in die USA zu überstellen, ausgesetzt nur, weil er selbstmordgefährdet schien. Eine Anklage als Spion, das halten auch Experten für rechtsstaatlich problematisch. Das ist die klassische politische Straftat. Und das Auslieferungsabkommen von Großbritannien und den USA sieht genau eine Auslieferung in solchen Fällen nicht vor. Genau wie alle neueren Auslieferungsabkommen dann Verbot haben, bei politischen Straftaten auszuliefern. 175 Jahre Haft drohen Assange in den USA, wenn die Briten ihn jetzt in ein Flugzeug setzen. Wenn es bei diesen Entscheidungen bleibt, dann meinen wir, dass es klare Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt, die wir dann entsprechend geltend machen würden. Heißt, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte würden Assange und sein Beistand dann um letzte Hilfe bitten.